Elisa Silva Zamudio wurde am 22. Februar 1985 in der Nähe der Hauptstadt Brasiliens geboren. Ihr Vater, Luis Carlos Zamudio, war Architekt und ihre Mutter Fatima arbeitete auf einer Farm. Das gemeinsame Leben von Luis Carlos und Fatima dauerte nicht lange. Sie waren beide unglücklich verheiratet und ließen sich scheiden, als Elisa erst 6 Monate alt war. Luis Carlos war sehr grausam gegenüber seiner Frau. Er schlug sie. Die Frau war mehrmals dem Tode nahe. Der Mann wollte nicht, dass seine Tochter nach der Scheidung bei seiner Frau bleibt. Also sagte er, dass sie das Mädchen nur tot bekommen kann. Fatima musste das Haus ohne ihre Tochter verlassen. Sie eröffnete eine kleine Farm und traf einen Mann, von dem sie einen Sohn zur Welt brachte. Ihre Tochter konnte sie nur sehr selten sehen. Als Elisa 10 Jahre alt war, fasste Fatima den Mut und holte ihre Tochter ohne die Zustimmung von Luis Carlos zu sich nach Hause. Das Mädchen fand schnell eine gemeinsame Sprache mit ihrem jüngeren Bruder, ihrem Stiefvater und ihrer Mutter und es begann ein ruhiges und glückliches Leben. Das dauerte aber nur 1 Jahr. Luis Carlos kam, um das Mädchen zu holen und unter Todesdrohung zwang er sie, zu ihm zurückzukehren. Elisa wollte nicht zu ihrem Vater. Er war sehr hart zu ihr. Nachdem Elisa ein Teenager wurde, zwang er sie, seine Freunde für etwas Geld zu unterhalten. Also, mit 18 beschloss sie, von ihrem Vater nach Sao Paulo wegzuziehen. Ihr Haupttraum war es, ein Model zu werden und einen Fußballer zu heiraten. Seit ihrer Kindheit liebte sie diesen Sport und träumte davon, eine Familie mit einem professionellen Spieler zu gründen. Sie kam mit wenig Geld nach Sao Paulo, wo sie niemanden kannte. Elisa wollte einen Job als Model finden und eine erfolgreiche Karriere aufbauen. Aber leider kam alles anders. Sie konnte keine Arbeit als Model bekommen. Das Mädchen fing an, sich selbst zu verkaufen, um zu überleben und zumindest etwas Geld zu bekommen. Es ist auch bekannt, dass Elisa in mehreren Erwachsenenfilmen erschien und gleichzeitig versuchte, einen Job als Model zu finden. Ihre Bilder erschienen sogar in brasilianischen Zeitschriften. Dank ihrer Modelkarriere und Verbindungen besuchte das Mädchen Fußballveranstaltungen. Dort gelang es ihr, bekannte Fußballer kennenzulernen. Einer von ihnen war Bruno Fernandes de Souza, der 1984 in Belo Horizonte in Brasilien geboren wurde. Er war Torwart in einem der brasilianischen Teams. Das genaue Datum ihrer Bekanntschaft ist unbekannt. Bruno konnte keinen Ort und keine Zeit angeben. Gemeinsame Bekannte sagten, sie hätten sich 2008 beim Grillen kennengelernt. Eines Tages bestätigte der Fußballer diese Version, änderte sie aber dann wieder und sagte, dass sie sich auf einer Party für Erwachsene trafen, die sein Freund veranstaltete. Fest steht, dass Bruno und Elisa auf der zuvor erwähnten Party wirklich waren und dass sie später eine Beziehung hatten. Unklar jedoch ist, ob das Paar Verhütungsmittel verwendete. Aber es wurde bekannt, dass bei Bruno in einer der Nächte das Kondom riss, was sich später als eine wichtige Tatsache für den Fall herausstellte. Also in einer der Nächte begann ihre Affäre und Elisa wurde Brunos Geliebte, weil er zu diesem Zeitpunkt bereits eine Ehefrau hatte. Bruno spielte für das recht beliebte brasilianische Team Flamenco. Er suchte nichts Ernstes, da er bereits verheiratet war und seinen Ruf nicht verderben wollte. Was ihn aber nicht hinderte, dem Mädchen und ihren gemeinsamen Bekannten zu versprechen, dass er sich von seiner Frau für sie scheiden lassen würde. Bruno blieb oft über Nacht bei Elisa. Sie verbrachten viel Zeit zu zweit weit weg von der Presse. Bruno wollte keine Probleme. Ihre Beziehung dauerte mehrere Monate, woraufhin Elisa dem jungen Mann mitteilte, dass sie schwanger sei. Beide erinnerten sich an die unglückliche Nacht, in der bei Bruno die Verhütung riss. Er nahm diese Nachricht fürchterlich auf, denn Elisa war nur eine von vielen für ihn. Der Mann bestand auf einer Abtreibung, bestach sogar ein paar Leute, damit sie Elisas Vertrauen gewinnen und sie zu dieser Entscheidung drängen. Aber das beeinflusste das Mädchen nicht. Sie wollte das Kind behalten und Mutter werden. Natürlich führte dies zu nie endenden Skandalen und ihre Beziehung endete schnell. Im selben Monat, im Oktober, meldete Elisa bei der Polizei versuchte Entführung und Verfolgung. Das Mädchen ging an die Öffentlichkeit und kam in das brasilianische Fernsehen als Brunos heimliche, schwangere Geliebte.
Aber das war noch nicht alles. Sie gab auch an, Bruno sei ein sehr grausamer Mann, vor dem sie Angst hätte. Das alles wurde in einer Erklärung bei der Polizei festgehalten. Außerdem sagte Elisa, sie befürchtete, dass Bruno Medikamente für eine Fehlgeburt in ihr Essen geben könnte. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Gericht den Fall und die Aussagen von Elisa noch nicht ausreichend untersucht. Und Bruno Fernandes wurde am Ende des Gerichts vorgeschrieben, sich Elisa nicht näher als 300 Meter zu nähern. Elisa wollte zusätzlichen Schutz vor Bruno erhalten, aber der Richter entschied, dass dies unnötig sei, da sie eine informelle Beziehung hatten. In der Gerichtsentscheidung wurde nicht einmal die Schwangerschaft des Mädchens erwähnt. Elisa begann Bruno materielle Hilfe für die medizinischen Ausgaben ihres Kindes und für eine bessere Ernährung zu verlangen. Aber Bruno lehnte es ab und sagte, dass das Kind nicht von ihm sei, dass es jeder andere Mann hätte sein können, da Elisa einen zügellosen Lebensstil führte. Aber das Mädchen versicherte, dass sie nach dem Treffen mit Bruno niemanden mehr hatte. Der Mann bestritt jedoch weiterhin die Tatsache seiner Vaterschaft. Im Jahr 2010 brach Elisa in einem der Krankenhäuser von Sao Paulo einen Jungen zur Welt. Die medizinische Versorgung hat Bruno komplett bezahlt, aber er wollte weder mit Elisa noch mit dem Kind etwas zu tun haben. Er sah es erst, als das Baby 4 Monate alt war. Elisa wollte dem Jungen den Nachnamen seines Vaters geben, also schlug sie Bruno vor, sich davon zu überzeugen, dass es sein Kind war. Und Fernandes stimmte zu, einen DNA-Test durchführen zu lassen. Am 4. Juni 2010, so Elias Anwalt, war das letzte Mal, als das Mädchen mit Freunden oder der Familie sprach. Laut ihrer Korrespondenz erklärte sich Bruno bereit, seine Vaterschaft anzuerkennen und mit viel Geld zu helfen und bot ihr auch an, in eine neue Wohnung zu ziehen, die er selbst bezahlen würde. Da Bruno in Kontakt kam, wollte das Mädchen auf einen Vaterschaftstest und auf ein Untersuchungsgeld verzichten, was sich bei der Polizei auch bestätigte. Am 5. Juni 2010 spielte Bruno das letzte Mal mit seiner Mannschaft. Elisas Freundinnen waren bereits besorgt, dass das Mädchen sich nicht meldete. Obwohl Elisa und ihre Mutter keine enge Beziehung hatten, fand es die Frau jedoch seltsam, dass ihre Tochter sie so lange nicht anrief, um über das Kind zu erzählen. Die Polizei begann mit der Suche nach Elisa. Die Nachricht von ihrem Verschwinden kam schnell an die Presse. Natürlich tauchten Fragen an Bruno auf. Er antwortete, er kannte Elisa, aber er war nicht der Vater ihres Kindes. Dass es nur eine flüchtige Beziehung war. Die Polizei hatte keine Hinweise, um Elisas Verschwinden mit Bruno in Verbindung zu bringen. Obwohl jeder sehen konnte, dass der junge Mann etwas über ihr Verschwinden weiß. Erst am 24. Juni gab es eine neue Spur in dem Fall. Ein anonymer Anruf teilte der Polizei mit, dass Elisa getötet wurde, ihre Kleidung verbrannt und ihre Leiche auf Brunos Farm versteckt war. Doch auch nach diesem Anruf konnte die Polizei keine Genehmigung für die Durchsuchung von Brunos Bauernhof oder Haus erhalten. Der Richter forderte weitere Beweise. Vor allem, weil der Fußballer in Brasilien eine bekannte Persönlichkeit war, wollte die Polizei im Falle seiner Unschuld die Menschen nicht noch einmal an seiner Kompetenz zweifeln lassen. Deshalb handelte sie sehr vorsichtig, um keine öffentliche Resonanz zu verursachen. Von der Polizei wurden Abhörgeräte in Brunos Haus installiert. Am 26. Juni 2010, nur 2 Tage nach der Installation der Abhörgeräte, wurde Elisas Sohn im Haus entdeckt. Der Junge war mit einer Frau namens Fernanda Castro zu Hause. Sie war eine von Brunos neuen Liebhaberinnen. Fernanda sagte, Brunos Frau habe ihr das Kind gegeben, damit Fernanda auf es aufpasste. Die Polizei fand das sehr merkwürdig. Sie beschloss, Bruno und seine Frau zu befragen. Aber das führte zu nichts. Sie haben keine Informationen zur Verfügung gestellt und sich mit einer Menge Anwälte bewaffnet. Fernando wurde vom ersten Tag an in Gewahrsam genommen. Die Polizei wartete darauf, alle verbleibenden Details zu klären. Am 28. Juni, nachdem die Polizei Fernando befragte und Bruno und seine Frau sich weigerten, irgendwelche Kommentare abzugeben, genehmigte der Richter eine Durchsuchung in einem von Brunos Häusern. In dem Haus wurden Damenbekleidung und Windeln entdeckt. Nach der Durchsuchung des Range Rovers von Bruno wurden Blutspuren gefunden, die mit Elisas Blut übereinstimmten. Dort fand man auch eine Sonnenbrille und schwarze Schuhe mit hohen Absätzen.
Elisas Freundinnen identifizierten schnell die Sachen des Mädchens. Die Polizei hatte genug Beweise, die darauf hindeuteten, dass Bruno mit Elisas Verschwinden in Verbindung stand. Für den Richter schien das aber immer noch nicht ausreichend und der Fall kam nicht ins Rollen. Am 6. Juli dieses Jahres tauchte ein weiteres wichtiges Puzzleteil auf, einer der wichtigsten in diesem Fall. Die Polizei nahm den 17-jährigen Sergio fest. Er war Brunos Cousin. Sergio erzählte eine sehr interessante Geschichte. Laut seinem Bericht war er an dem Mord von Elisa beteiligt, den Bruno von Anfang bis Ende geplant hatte. Mit Sergio auch Brunos bester Freund und ein weiterer männlicher Killer. Laut Sergio wollte Bruno das lästige Mädchen loswerden, das ihn zu sehr unter Druck setzte. Er hatte Angst, dass sie der Presse noch mehr Informationen erzählen und seine Karriere ruinieren würde. Sergio beschrieb alle kleinsten Details. Laut dem Cousin lud Bruno Elisa in eines seiner Häuser ein. Sie wollten über das Geld für das Kind, einen DNA-Test und den Nachnamen des Kleinkindes sprechen. Elisa hatte kein Auto, deswegen schickte Bruno den Fahrer zu ihr, um sie abzuholen. Das war Brunos bester Freund, Luis Enrique Ferreira. Aber Ziel von Ferreira war nicht, Elisa zu Bruno bringen, sondern sie zu entführen und ihr das Leben zu nehmen, um Unterhaltszahlung zu verhindern und den Ruf des Fußballspielers nicht zu ruinieren. Im Auto waren Elisa mit dem Baby, Luis Enrico und Sergio, der eine Pistole für diesen Fall bekam. Er fing an, Elisa anzugreifen, sie konnte aber ihm die Waffe aus den Händen schlagen. Er versuchte zu schießen, aber die Waffe war nicht geladen. Die Waffe wurde ihm gegeben, nur um das Mädchen einzuschüchtern. Als nächstes brachten sie das Mädchen zu Brunos Haus, wo er auf sie wartete. Er nahm Elisas Sachen und verbrannte sie. Bruno gab ihnen Anweisungen, sie sollen mit den Mädchen fertig werden und keine Beweise hinterlassen, aber dem Kind sollten sie nichts antun. Nach allen Anweisungen flog er nach Rio de Janeiro. Sergio sagte, Bruno habe jedem etwa 1.700 Dollar gegeben. Laut Bruno sollten Sergio und Luis Enrique zu einem anderen Grundstück kommen, wo ein Mann auf sie wartete. Dort mit Elisa angekommen, trafen sie einen Mann namens Marcos Aparecido dos Santos, ein ehemaliger Polizist, der jetzt mit Morden beschäftigt war, spezialisierte sich darauf, die Leichen loszuwerden. Jeder, der mit ihm arbeitete, sagte, er habe seine Arbeit immer sauber gemacht und danach wurden nie irgendwelche Beweise gefunden. Also, Elisa wurde auf das andere Grundstück gebracht. Sergio blieb mit dem Kind zurück. Marcos Aparecido hat das Mädchen lange auf schliche und grausamste Weise gefoltert. Es ist nicht bekannt, wie viele Tage Elisa an diesem Ort gelitten hatte, bevor sie starb. Es gab mehrere Versionen, da Sergio seine Meinung mehr als einmal änderte und einige Dinge den offiziellen Angaben zu dem Fall widersprachen. Nach seiner Aussage am 8. Juni zwangen sie Elisa dazu, ihre Freundin anzurufen und zu sagen, dass es ihnen mit Bruno gut geht, dass er die Vaterschaft anerkennt und alle ihre Anforderungen erfüllen will. Außerdem wurde sie dazu gebracht zu sagen, dass sie das Land verlässt. Nur keine von Elisas Freundinnen hatte solche Anrufe erhalten. Der Anwalt teilte mit, dass das letzte Mal, als sie mit ihrer Familie oder ihren Freunden kommunizierten, der 4. Juni war. Eine Version der Polizei zu diesem Thema ist, dass Bruno an diesem Tag dabei war und Elisas Tod selbst beobachten wollte. Sergio sagte, dass das Mädchen nach stundenlanger Folter bat, sie am Leben zu lassen und in diesem Moment erwürgte der Mörder das Mädchen mit einer Krawatte. Danach, laut Polizei, gab Sergio dem Bruno das Kind und sie gingen weg. Nachdem Bruno gegangen war, schnitt der Killer Elisas Körper in Stücke und brachte das Leich in einer schwarzen Tüte zu 4 Rottweilern. Laut Sergio warf Markus den Hunden zuerst den Arm hin. Nachdem sie alles aufgefressen hatten, wurde er Elisas Körper vollständig los und trug die Knochen weg. Aber die Polizei fand einige Ungereimtheiten in Sergios Geschichte. Nach Angaben des Mannes wurden die Überreste von Elisa auf dem gleichen Grundstück von Bruno begraben, wohin sie gebracht wurde. Aber die Polizei fand dort keine Knochen. Möglicherweise vereinbarten die Männer, den genauen Verbleib der Überreste des Mädchens nicht anzugeben. Nach dem Geständnis von Sergio genehmigte der Richter die Inhaftierung von Bruno sowie allen anderen Beteiligten an den Mord. Am 9. Juli ging die Polizei zu Brunos Haus, aber der Fußballer war nicht da.
Wenige Stunden später kamen Bruno und sein bester Freund selbst zur Polizeiwache, um sich den Behörden zu stellen. Sie taten dies auf Anweisung von Brunos Anwälten. Sie sagten, es sei die beste Lösung für sein öffentliches Image, sich selbst zu ergeben, statt in seinem Haus festgenommen zu werden. Bruno sagte, er sei absolut unschuldig und habe nichts mit diesem Mord zu tun. Zum Zeitpunkt Brunos Inhaftierung wurde er aus seiner Fußballmannschaft noch nicht entlassen, bis Details geklärt wurden. Da sich der Fall aber in die Länge zog, wurde der Vertrag mit ihm bereits am 15. Juli aufgelöst. Ganz Brasilien verfolgte den Rechtsstreit gegen Bruno. Der Fußballer war damals sehr berühmt. Alle Details, die Sergio erzählte, erschienen in den Schlagzeilen von Zeitungen und Zeitschriften und die Brasilianer verfolgten den Fall Bruno von den Fernsehbildschirmen aus. Die Leute wollten wissen, ob die Polizei Elisas Überreste finden würde und ob der bekannte Fußballer tatsächlich etwas so Schreckliches hätte tun können. Während der Prozess lief, kämpfte Elisas Familie um das Sorgerecht für ihren Sohn. Zuerst wurde das Sorgerecht an ihren Vater übergeben, da er der Letzte war, mit dem die minderjährige Elisa zusammenlebte. Aber Elisas Mutter wandte sich sofort an das Gericht, um das Sorgerecht an sie übertragen zu lassen, da sie nicht wollte, dass der Junge unter den gleichen höllischen Bedingungen aufwuchs, in denen Elisa lebte. Der Richter nahm Luis Carlos sofort das Sorgerecht ab, da der Mann zuvor wegen Belästigung eines 10-jährigen Mädchens angeklagt wurde. Daraufhin wurde Fatima als die offizielle Vormundschaft des Kindes erklärt. Als nächstes beantragte sie einen Vaterschaftstest, der bestätigte, dass der Vater von Elisas Sohn Bruno Fernandes war. Die Polizisten mussten Elisas Leiche finden, um Brunos Schuld zu beweisen. Sie suchten an vielen Orten, an denen die Männer die Überreste des Mädchens hätten verstecken können. Aber sie fanden nichts. Es gab insgesamt 6 Häftlinge. Neben 4 Männern, darunter Bruno, wurde auch seine Frau und seine geliebte Fernanda, die auf das Kind aufpasste, verhaftet. Nach Monaten des Prozesses erhielt Marcos, der Mörder, 19 Jahre für Mord und 3 Jahre für das Verstecken der Leiche. Fernanda Gomez erhielt 5 Jahre, weil sie Informationen der Polizei vorenthielt und weil sie mit Elisas Sohn festgenommen wurde. Der Prozess gegen Bruno und seine Frau dauerte etwas länger, da er viele Berufungen eingelegt und jede Beteiligung an dem Fall bestritten hatte. Seine Frau kam völlig trocken aus dem Wasser, ohne eine Frist zu bekommen. Sergio, Brunos Cousin, war ein wichtiger Zeuge in diesem Fall und da er erst 17 Jahre alt war, erklärte der Richter ihn für unschuldig. Aber 2012 starb er. Er wurde von einem Motorradfahrer angefahren, der ihm auf dem Weg von zu Hause zur Arbeit folgte. So verlor die Polizei den wichtigsten Zeugen in dem Fall. Bruno war 2013 zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt, aber im Jahr 2017 wurde der Mann nach einer weiteren Berufung freigelassen. Nach 4 Tagen kam er in einen neuen Fußballverein namens Boa Sports. Bereits am 8. April 2017 spielte er für die neue Fußballmannschaft. Durch die Übernahme von Bruno in das Team hat der Verein alle seine Sponsoren verloren. Am 25. April wurde seine Berufung zurückgesetzt und aufgefordert, dass er die volle Gefängnisstrafe absitzen soll. Aber Bruno und seine Anwälte machten Druck, dass es nicht genug Beweise gebe, um ihn zu beschuldigen, Elisa Samudio etwas angetan zu haben. Aber der neue Richter sagte, dass Elisas Blutspuren in seinem Auto völlig ausreichen, um seine Strafe weiterhin zu verbüßen. Und wenn Bruno die Frist senken will, muss er mitteilen, wo sich die Überreste ihres Körpers befinden. Aber der Fußballer behauptete weiterhin, er sei unschuldig. Im Jahr 2019 hatte der Rechtsanwalt von Bruno für ihn halboffenen Strafvollzug ausgehandelt, bei dem er am Nachmittag freies Leben führte und für die Nacht wieder ins Gefängnis musste. Ein neuer Fußballverein namens Bocos de Caldas nahm den Fußballer auf. Nach einigen Spielern wurde der Kontrakt jedoch aufgelöst, da er aufgrund seiner halboffenen Haftstrafe nicht aktiv am Training teilnehmen konnte. Bis heute befindet sich Bruno noch im halboffenen Strafvollzug und sucht nach einem neuen Fußballverein, der ihn übernehmen wird. Bis heute ist nicht bekannt, wo sich die Überreste von Elisa Samudios Leiche befinden. Sergio, der einzige Zeuge, der die Informationen der Polizei mitteilte, starb unter sehr seltsamen Umständen. Bruno behauptet weiterhin, er sei unschuldig. Er ließ sich von seiner Frau scheiden und heiratete dann wieder. Die Zeremonie fand im Gefängnis statt.
Mit halboffenem Gefängnis führt Bruno ein fast normales Leben. Er hat eine Frau, er verbringt viel Zeit außerhalb des Gefängnisses und kann arbeiten, während die Mutter von Elisa Samudio die Überreste seiner Tochter sucht und ihren Enkel erzieht.